Ein herzliches Grüß Gott bei der Skisafari 2018 hier in St. Anton am Adelberg am Rendl. Heute haben wir wieder unseren speziellen Tag für all unsere einheimischen Kinder, bei dem wir ein Riesenprogramm abfahren hier am Rendl. Es ist heuer schon die 18. Auflage. Wirklich 18 Jahre, ein tolles Highlight für alle einheimischen Kindergarten- und Volksschulkinder. Es sind heute 105 Kinder am Rendl dabei. Erleben ein tolles Programm, wieder alle unter professioneller Betreuung von der Skischule Adelberg. Wie immer, das hat ja schon so begonnen eigentlich vor 18 Jahren, dass das eine super Kooperation war aus der Bergbahn, der Skischule Adelberg und uns von Intersport Adelberg. Das Programm auch dieses Jahr ist eigentlich altbewährt. Es ist ja so, dass jede Altersstufe ein anderes Motto hat, ein anderes Programm macht und dadurch durchlaufen die Kinder, die einige Jahre dabei sind, viele sind ja 5, 6 Jahre dabei bei der Skisafari. Wirklich ein abwechslungsreiches Programm, haben jedes Jahr andere Highlights. Die Skischule Adelberg freut sich immer bei diesem Tag mitzumachen, um unsere jungen einheimischen Kinder von den ersten Schritten am Schneeweg zu begleiten. Und natürlich so, dass die Kinder auch später noch Interesse am Skifahren zeigen und vielleicht selber auch hier in unser Tourismusgeschäft einsteigen. Mehr von der Seite der Adelberger Bergbahn. Uns ist natürlich immer wichtig, dass wir das Thema Sicherheit in den Tag der Skisafari mit einbauen. Wie jedes Jahr werden wir im Rand von der Sprengbahn, dass dort die Lawinenkommission oben ist und erklärt, was alles gemacht werden muss. Man erklärt die Sprengbahn, wie das funktioniert, die Gas-6-Kanonen, natürlich auch die ganzen Warntafeln, die aber ganz wichtig sein. Wir haben auch die Safety-Station, wo immer die Kinder sehr gerne sein. Da haben wir mal dabei die Bergrettung, wir haben dabei die Pistenrettung, wir haben dabei die Lawinenhunde. Der Hubschrauber steht auch jedes Jahr hier, ist natürlich ein riesen Highlight für die Kinder. Und da kann man ihnen auch ein bisschen erklären, wie sie sich verhalten sollen. Aber natürlich im Vordergrund steht bei der Skisafari natürlich die Freude am Skifahren. Es ist für uns wichtig, dass junge Leute nachkommen und dass sie auch dementsprechend die Freude weitertragen.